Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bewusstsein TV. Heute kommt das lang erwartete Update von den Palmblattlesungen für die Welt. Thomas Ritter macht wieder die Übersetzung. Bleibt dran, es wird wie immer spannend. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Wir haben uns heute wieder versammelt, um die nächsten Informationen von Rishi Agastya zu bekommen. Er hat sich bei unseren indischen Kollegen gemeldet und ich begrüße natürlich ganz herzlich den Babu und Manu. Vanakkam, welcome and thank you for joining us for sharing the knowledge of Rishi Agastya with us. Thank you. Die Lesung beginnt natürlich zunächst erstmal mit der Bitte um den Segen für all jene, die uns hier zuschauen und natürlich auch für uns, die wir diese Lesung hier machen. Die erste Information bezieht sich auf Südeuropa und auch auf Afrika. Das sieht er im Bereich der muslimischen Welt, also im muslimischen Land, hat er konkret gesagt, den Hinweis auf eine Naturkatastrophe, auf ein größeres Erdbeben, was also nicht nur dort Schaden anrichten wird, sondern auch in den benachbarten Ländern. In der muslimischen Welt gibt es ja aktuell auch bewaffneten Konflikt. Also ich nehme an, dass sich diese Aussage auf die Situation da rund um das Arabische Meer und das Rote Meer bezieht, den Konflikt in Jemen. Also dieser Konflikt wird dieses und auch nächstes Jahr noch andauern und auch an Intensität noch gewinnen. Es wird jetzt in den nächsten Monaten einige neue wissenschaftliche Erkenntnisse geben in Bezug auf die Bewegung der Erde, also die Umlaufbahn um die Sonne, aber auch die Bewegung der Erdachse. Und zwar wird dort die Wissenschaft feststellen, dass es bestimmte Variationen gibt. Da sagt er, um den Faktor 3 hat er das genannt. Welche Einheit man jetzt auch nimmt, das wird halt die Wissenschaft dort feststellen. Aber um den Faktor 3 gibt es dort bereits eine Verschiebung. Und das wird man dann auch als ursächlich bezeichnen für Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Vulkanausbrüche. Wir haben ja aktuell eine verstärkte tektonische Aktivität, die Erdbeben, von denen er auch gesprochen hat. Aber auch Veränderungen im Bereich des Wetters, also diese Extremwetterlagen, die halt auch immer mehr zunehmen. Das ist offensichtlich bedingt durch eine Veränderung im Orbit der Erde, also dass das kosmische Ursachen mit hat, die sich jetzt auch auf unsere Natur und auf die Erde selbst auswirken. Jetzt geht es um die ökonomische Situation, dass sie da also im Mittleren Osten durch die Situation bedingt, aber auch hier in Europa, dass es dort zu starken krisenhaften Erscheinungen und Verwerfungen kommen wird, gerade auch an den Börsen. Das wird auch Auswirkungen auf Asien haben und zwar sieht er dort auch eine sehr starke Volatilität an den Börsenmärkten, also teilweise sehr große Kursverluste in kurzer Zeit, dann auch andere Papiere, die halt wieder in sehr kurzer Zeit sehr stark an Wert gewinnen, also eine sehr große Bewegung an den Börsen- und Aktienmärkten in den kommenden Monaten. Also er sieht durch diese Bewegung an den Börsen auch Auswirkungen im alltäglichen Leben. Dort nochmal eine Verstärkung der Inflation. Bei Dingen des täglichen Bedarfs ist in Europa, aber auch im Mittleren Osten mit einer Verteuerung um das 2- bis 3-fache zu rechnen. Und dort sieht er, dass es dort auch zu sozialen Unruhen kommen wird. Da hat er ja London angesprochen, aber auch den Mittleren Osten. Und zwar werden da auch religiöse Gruppen oder religiöse Minderheiten eine große Rolle spielen, die dann dort ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und also dann auch Forderungen direkt an die Gesellschaft stellen, dass die zunächst zu befriedigen sind. Also wir sehen hier aufgrund von ökonomischen Problemen auch eine Tendenz zu sozialen Unruhen, sowohl im europäischen Bereich als auch im Mittleren Osten. Diese Probleme, was jetzt Lieferketten anbetrifft, Lieferengpässe, so würde ich es übersetzen, und auch die erheblichen Preissteigerungen, die er gesehen hat, beziehen sich auf die Monate Juli bis September. Ab September sieht er dann wieder eine Stabilisierung und Entspannung dieser Situation.
In dem genannten Zeitraum sieht er auch der Fernost von Naturkatastrophen betroffen, und zwar die Länder Japan, Indonesien, Malaysia, Thailand und Kambodscha angesprochen, sagt er. Dort gibt es zum einen Probleme durch Starkregenfälle, also durch den Zwischenmonsun. Allerdings gibt es auch tektonische Unruhe. Da sagt er, das kann von leichten Beben bis hin eben wirklich zu schweren Erdbeben erreichen im Bereich des pazifischen Feuerrings. Jetzt geht es um Extremwetterlagen, die sich zwischen August und Dezember diesen Jahres manifestieren werden. Sagt er, insbesondere Länder, die jetzt von Regenfällen, also Regenzeit abhängig sind, sagt er, dort wird es starke Verschiebungen geben. Das heißt, also, erwarteter Regen wird ausbleiben, und in Regionen, wo man also jetzt nicht mit Regen rechnet, wird es halt Starkregenfälle geben. Es wird auch lokale Hitzewellen geben. Das heißt also, dass Länder, die in den letzten Jahren schon mit diesen Probleme konfrontiert werden, jetzt nochmal erhöhte Temperaturen in diesem Jahr erleben werden. Jetzt gibt es die Information zu China. Dort sieht er in den nächsten Monaten ein Problem, vor allen Dingen im Bereich der Vorstädte, also hat von Outskirts gesprochen, und vor allen Dingen im ländlichen Raum. Sagt er, dort kann es zu Ausbrüchen von einer neuen Erkrankung kommen, die dann Maßnahmen in China nach sich zieht, wie sie zurzeit der Pandemie auch gehandhabt worden sind. Das Ganze geht auch einher mit einer Naturkatastrophe. Er spricht also von Starkregen und Überflutungen, die auftreten können, und auch von Lebensmittelknappheiten. Ich würde das so übersetzen, dass also aufgrund des Ausbruchs dieser neuen Krankheit und eben der Naturkatastrophen dort eine Ausnahmesituation eintritt, die dann von den Behörden so gehandhabt wird, wie das zur Zeit der Pandemie gewesen ist. In Südindien, und zwar in den Bundesstaaten Kerala und Karnataka, sieht man in den nächsten Monaten ebenfalls das Auftreten einer neuen Erkrankung mit grippeähnlichen Symptomen. Sagt er, das kann etwas sein, was aus dem Tierreich kommt, so ähnlich wie es diese Vogelgrippe eben gewesen ist. Aber das ist halt was Neues, und sagt er, das wird auch bis an die Grenzen von Tamil Nadu, also des Bundesstaates, wo unsere Kollegen hier zu Hause sind, sagt er, wird es dort Probleme geben, ebenfalls vor allen Dingen im ländlichen Raum. Jetzt geht es um die ökonomische Situation nochmal im Bereich Europas, also der Europäischen Union. Und da sieht er, dass ja dieses Jahr durch Regelungen, die von der Politik erlassen worden sind, neue Steuer- und auch Gebührenbelastungen entstehen, die sich überproportional auf die Wirtschaft auswirken werden. Also da haben wir wirtschaftlich im Bereich der EU größere Probleme bekommen. Und das wirkt sich dann natürlich auf die Preisgestaltung aus. Also da haben wir natürlich eine Preissteigerung, die er vorhin schon angesprochen hatte, und natürlich auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Das heißt, es wird etliche Firmen geben, die das halt nicht überstehen, so wie wir das momentan auch schon erleben, dass also die Anzahl der Insolvenzen nach wie vor steigen wird. Also dieses wirtschaftliche Problem sieht er bis zum Februar des Jahres 2025. Dann wird es größere Veränderungen geben. Da werden auch solche Dinge, die man sozusagen jetzt im Bereich der EU eingeführt hat, die werden dann wieder zurückgenommen. Also da gibt es eine Entlastung für die Bürger und Entlastung auch für die Industrie und die Wirtschaft. Sagt aber, bis dahin sieht er diese außergewöhnlichen Belastungen, dass die sich noch fortsetzen werden. In Bezug auf Investitionen, sagt er, sollte man jetzt sehr zurückhaltend sein. Also wenn man jetzt neue Investitionen tätigt, also die sollte man auf eine Summe limitieren, die man vertreten kann, weil da besteht relativ großes Verlustrisiko. Er hat die Edelmetalle angesprochen, Gold und Silber, sagt er, da wird es in den nächsten 3 Monaten günstige Gelegenheiten geben zu investieren, weil da gibt es eine gewisse Volatilität, weil also der Preis nochmal zurückgehen wird. Das wäre dann eine ideale Möglichkeit, um sich dort neu zu engagieren bzw. nachzukaufen. Dann sollte man das so belassen, die Investitionen bis zum April 2025. Dort sieht er dann positive Veränderungen zwischen März und April kommenden Jahres. Bis dahin, wie gesagt, eine wirtschaftlich eher prekäre Situation. In Bezug auf die Vereinigten Staaten von Amerika gibt es eine Warnung, was große Menschenansammlungen anbetrifft. Speziell in Einkaufszentren oder großen öffentlichen Plätzen, dort besteht die Tendenz zu Unfällen, die mit Feuer bzw. mit Explosionen einhergehen. Also die Leute sollten da sehr achtsam sein, wenn sie solche Plätze aufsuchen. Jetzt geht es um die koreanische Halbinsel. Da sieht er im Grenzgebiet, also im Bereich der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea, auch eine Naturkatastrophe in Form eines Erdbebens. Und sagte der nordkoreanische Präsident, da wird es Berichte geben, dass der gesundheitliche Probleme hätte. Nordkorea wird das dementieren, wird sagen, südkoreanische Präsident wäre krank. Und diese Nachrichten würden dann also in anderen Ländern für Erleichterung oder Freude sorgen.
Zwar sieht er dort ein Problem, was den Luftverkehr anbetrifft, und zwar zwischen Asien und dem Mittleren Osten. Sagt er, dort wird es bei Starts und Landungen von Maschinen zu Zwischenfällen kommen, die mit dem Gesundheits- bzw. Bewusstseinszustand der jeweiligen Piloten zu tun haben. Also die sind dann offensichtlich nicht mehr in der Lage, die notwendigen Handlungen auszuführen, sodass es also dort Zwischenfälle geben wird, was den Flugbetrieb anbetrifft. Und das wird wohl zum Anlass genommen, von einigen Fluglinien ihre Verbindungen zu beschränken bzw. Restriktionen im Flugbereich einzuführen. Es sagte ein wichtiger Staatsmann, also Präsident eines wichtigen Landes, der für ihn besteht die Gefahr, dass er beim öffentlichen Auftritt angegriffen wird. Also ich würde das vergleichen, so ähnlich wie das mit dem slowakischen Ministerpräsidenten passiert ist, dass also dort beim öffentlichen Auftritt niedergeschossen worden ist. Also die Gefahr besteht für einen weiteren Präsidenten, der wohl in dieser Hinsicht schon mal bedroht worden ist oder wo es also schon solche Anzeichen gegeben hat. Und er sagt, aber es ist nicht sicher, dass dieser Anschlag gelingt, aber die Situation wird so da sein. Der sollte also entsprechend Vorsicht walten lassen. Das nächste Update wird es dann im kommenden Monat geben. Und dort sagt er, da gibt es einige Informationen über astronomische Ereignisse, und zwar über Asteroiden bzw. andere Himmelskörper, die sich unserem Sonnensystem bzw. auch der Erde nähern werden. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei unseren indischen Kollegen für das Teilen dieses Wissens. Babumanu, thank you very much for sharing the knowledge of Gerasteridus. Thank you very much. Thank you, thank you. Und natürlich waren die Aussagen jetzt nun nicht gerade so auf den ersten Blick super optimistisch, aber ich würde das mal so einschätzen, dass es natürlich eine Veränderung geben wird, was jetzt auch das Verständnis der Natur anbetrifft. Also um es mal vorsichtig auszudrücken, das arme Spurengas, das was bis jetzt an allem schuld war, was in der Natur passiert und mit dem Wetter, das wird wahrscheinlich wieder rehabilitiert werden, so wie das klang, sondern man wird eben dann sehen, dass diese Veränderungen im Bereich der Natur wohl eher kosmische Ursachen haben, die halt mit der Umlaufbahn der Erde und mit einigen anderen Themen dort zusammenhängen. Wir werden natürlich dieses Problem in wirtschaftlicher Hinsicht erleben. Da sieht man natürlich, dass Ereignisse in anderen Weltgegenden, also seien es nun Missernten oder Naturkatastrophen im asiatischen Raum oder dort eben auch diese krankheitsbedingten Lockdowns, die es da wohl geben wird, dass die natürlich auch eine Auswirkung auf die Lieferketten bei uns haben werden. Natürlich kann man auch davon ausgehen, dass nun nicht alles zufällig geschehen wird, sondern dass auch es eine Gruppe von sehr einflussreichen Leuten gibt, die ja auch, sagen wir mal, unterwegs sind, die auch gesagt haben, dass eine weltweite Hungersnot sie zu Halbgöttern machen würde, die vielleicht auch solche Situationen für ihre eigene Agenda ausnutzen werden. Aber die positive Nachricht ist, ja, sie werden es versuchen, ja, sie werden es versuchen, aber offensichtlich die Menschen vorbereitet, und dann ab März, April 2025 dreht sich das Ganze, so wie es auch in den anderen Vorhersagen schon ausgesagt war. Natürlich die Konflikte in Mittleren Osten. Das ist sehr bedauerlich. Das ist auch, sagen wir, umso bedauerlicher, als dort eine Intensivierung dieser Konflikte vorhergesagt worden ist. Aber trotzdem, hier für uns in Europa ist es ja ausgesagt, dass eben diese Konflikte, und damit meint es auch den Konflikt in Osteuropa, dass die eben dort bleiben, wo sie sind. Das heißt also auch hier wieder für die nächsten Monate eine Entwarnung, kein Dritter Weltkrieg, keine großen militärischen Konflikte hier in Mitteleuropa, trotz all des Säbelrassens. Aber wirtschaftlich werden wir wahrscheinlich die Auswirkungen zu spüren bekommen, so wie das eben auch schon für die nächsten Monate vorhergesagt ist. Es gilt also nach wie vor, achtsam zu sein, wachsam zu sein, zusammenzuhalten und natürlich sich nicht von diesen Geschehnissen im Außen in die Defensive drängen zu lassen, sondern jetzt ist eigentlich auch die Zeit, sich auf die eigenen Projekte zu konzentrieren, sich zu vernetzen, gemeinsam etwas zu machen. Wer uns verfolgt, was wir so in den sozialen Netzwerken teilen, wird sehen, dass wir dabei sind, sowas zu machen. Wir sind auf vielen Veranstaltungen, wir teilen unser Wissen, wir vernetzen uns mit Gleichgesinnten, und das geht auch über die Ländergrenzen hinweg.
Von der Seite her denke ich, wenn wir hier unsere Community auch weiter ausbauen, wenn wir unsere eigenen Projekte gemeinsam weiter verfolgen, dann ist das die beste Variante, um mit diesen Situationen umzugehen, sich also nicht einschüchtern, nicht in die Defensive drängen zu lassen, sondern den eigenen Weg zu gehen. Denn je mehr das Alte, und das ist ja absehbar, je mehr das Alte eben weicht, umso mehr Platz wird auch für das Neue. Und aus meiner Sicht ist es jetzt wirklich die Zeit, nicht nur groß zu träumen, sondern auch groß zu denken, zu planen und zu handeln. In dem Sinne nochmal, thank you very much, Babu, Manu, thank you very much for sharing all the knowledge and see you next time with the next update. Thank you very much. Ihr Lieben, auch ich möchte mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken und würde mich über verschiedene Arten von Unterstützung von euch freuen. Likes und Kommentare. Zeige deine Wertschätzung, indem du mein Video mit einem Daumen hoch markierst und einen positiven Kommentar hinterlässt. Teilen auf Social Media. Unterstütze mich, indem du mein Video auf Plattformen wie Facebook, Twitter oder Instagram teilst. Dadurch können mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Abonnieren meines Kanals. Wenn dir mein Inhalt gefällt, abonniere meinen Kanal, um über zukünftige Videos informiert zu werden und mich langfristig somit zu unterstützen. Spenden. Wenn du finanziell dazu in der Lage bist, kannst du eine Spende hinterlassen, um meine Arbeit zu unterstützen und mir zu helfen, hochwertig Inhalte zu produzieren. Empfehlungen. Erzähle deinen Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen von meinem Video und empfehle ihnen, es anzusehen. Mundpropaganda ist eine kraftvolle Art der Unterstützung. Vielen Dank dafür und dein Interesse. Bis zum nächsten Mal. Deine Alexandra von Bewusstsein TV.